Hallo und herzlich willkommen zurück zu Raw ist Raw und jetzt Triple H gegen Bret the Hitman Hart. Bonusziele, wenn Schaden kritisch ist. British Bulldog ist dabei. Naja, wir knallen direkt rein. Ist wieder eine Nachholaufnahme sozusagen, da die Parts mal wieder zu lange waren. Wir haben auf der einen Seite das Team Triple H und Shawn Michaels und die treten an gegen The Best There Ever Was. The best there is and the best there ever will be. Bret Hitman Hart, der WWE Champion. Und wir haben ja im letzten Match gesehen, da war ja Shawn Michaels gegen den Undertaker beim Debüt von Kane sozusagen. Da hat ja Shawn Michaels gewonnen und damit wird er ja bei Survivor Series auf Bret Hart treffen. So, was wollen wir denn hier machen? Ja, das kenne ich alles. So, dann hoffe ich, dass wir den jetzt hier schön besiegen können. Und bevor jetzt halt Shawn Michaels bei Survivor Series auf Bret Hart trifft, treffen wir erstmal auf den. Und das Gute ist ja einfach, so können wir Bret Hart schon mal ordentlich zusetzen. Und was sind die Ziele? Pinne Bret, wenn sein Schaden kritisch ist, damit Bulldog den Ringrichter ablenkt. Okay. Fördere Bret mit einem Irritrip aus dem Ring in Richtung Ansagertisch, während der ablenkt. Okay. Also kann ich die quasi in einer Aktion beenden, die Ziele. Hab hier gerade eine Freistunde, deswegen nehme ich hier gerade um 12 Uhr auf. Gleich zwar nochmal Deutschunterricht. Schöne siebte Stunde nochmal hin, aber jetzt gerade mal aufnehmen. So, jetzt hier. Und nochmal sorry dafür, dass das momentan so ein bisschen schwierig ist mit den Videos, aber das ist einfach wegen dieser blöden Länge von YouTube, dass ich momentan nicht länger als 15 Minuten darf. Deswegen muss ich halt die ganzen Videos nochmal neu machen. Was will Shawn Michaels jetzt? Ich setze hier ordentlich nach gegen Bret Hart, komm, Piledriver-Ansatz und Piledriver, richtig harte Aktion. Ja, Knie ins Face. Ja, aber den müssen wir erstmal auf kritisch kriegen, das dauert eh noch. Natürlich, wenn das Triple H-Pedigree kommt, dann ist es ziemlich schnell vorbei für Bret Hart, aber bis da müssen wir auch erstmal kommen, denn ist auch kein Selbstläufer hier gegen einen Bret Hitman Hart. So, komm jetzt hier, nimm ihn dir in die Ringecke. Komm, wir müssen mal eine Aktion vom obersten Seil zeigen. Vielleicht sind die ja noch effektiver. Ja, toll. Schön ausgekontert worden. Ja, und jetzt kriegen wir den Clothesline vom Hitman. Gekontert. Schön von Triple H. Back Suplex gelingt, jawohl. Und jetzt will ich doch schon gern mal den Gegner aufs oberste Ringseil setzen, um ihn dann vielleicht mal mit dem Suplex runter zu befördern. Jawohl. Ansatz zum Suplex. Ah ne, wir machen nur so eine Überwurfaktion. Schön. Signature Move, komm. Spinebuster, da ist der Spinebuster. Und jetzt noch den Pedigree. Komm, Pedigree. Direkt vor British Bulldog. So, jetzt. Zack, Moment. Befördert aus dem Ring, während ablenkt. Also muss ich jetzt erstmal ein. So, dann jetzt dich nehmen. Und mit einem starken Irish Rip Richtung an. Boah, super, jetzt habe ich es nicht hingekriegt. Was war das denn jetzt? Bug. Müssen wir es halt normal machen. So, jetzt bräuchte ich Bret Hart mal hier hinten in der Ecke. Deswegen lasse ich den jetzt erstmal hier volle Möhre gegen die Ringecke rauschen. Hä, hey, was war das denn wieder für ein Fail? Hey, ich kann den Gegner gar nicht angreifen gerade. So. Zack. Die ansetzen. Pin-Versuch. Komm. Hoch. Aufstehen. Komm. Und jetzt Irish Whip übers Seil. So sollte das sein. Ja, da ist nämlich jetzt Shawn Michaels noch in der Nähe gewesen. Bret Hart steht auf und kassiert den Superkick, die Sweet Gin Music, genau ins Gesicht. Der Referee hat es nicht gesehen. Und jetzt lassen die hier gerade doch wirklich Bret Hart auszählen. Und Triple H gewinnt das, wie es aussieht. Bei 8 schon. Ja, und jetzt haben sie Bret Hart echt ausgezählt. Ach du Scheiße. Triple H gewinnt durch Hilfe seines Kollegen HBK. Und das ist natürlich jetzt ein mentaler Vorteil für HBK, denn Shawn Michaels hat gezeigt, er und sein Team Triple H haben gegen Bret Hart gewonnen. So, und ich schätze mal, dann wird jetzt das Match kommen gegen Bret Hart bei der Survivor Series. Ich muss ja, wie gesagt, auf die Videolänge achten, deswegen bin ich jetzt bei 5 Minuten, aber das sollte ich noch schaffen.
Bret Hart and Shawn Michaels were polar opposites. From the beginning, the groundwork was laid for a fierce rivalry. I just want to say one thing, Shawn Michaels. I can promise you for 60 minutes, you were in for the absolute worst pounding of your entire life. The historic Iron Man match did nothing to settle their issues. In fact, it only fueled the fire. Just because I choose to live my life openly and freely does not make you a better man. As the taunting unfolded, their bitter feelings intensified. You're nothing but a degenerate. You're the most arrogant, pompous guy I've ever seen. I thought I could do it. You're way outdo me, pal. You'd like to hit me, but you don't have the insides to do it. This here is what it's all about. And until you have this, you will never, ever, ever be the showstopper. Bret Hart, you are a zero, my hero. I'm gonna kick your little scrawny ass. A story full of twists and turns saw Bret Hart's contract negotiations become the focal point of what would become their final encounter. Everybody just keeps turning a blind eye. You keep turning a blind eye. Everybody in that dressing room knows that I'm the best there is, the best there was, and the best there ever will be. I don't think there's ever been a rivalry that has been talked about as much worldwide as this issue between Bret Hart and Shawn Michaels. And the smart money is that you will never, ever see it again. So viel dazu, Bret Hitman Hart gegen HBK Shawn Michaels. Es geht um den WWE Championship. Ihr seht unsere Einschaltquoten immer noch unter der von der WCW. Und dann bin ich jetzt gespannt. Wir sind hier im Locker Room. Ein Kameramann. Und da sehen wir Triple H, Shawn Michaels und Vince McMahon. Was haben die denn da gerade ausgeheckt? Naja, wir sind bei der Survivor Series angekommen. Nach 7 Minuten 30 Video hoffe ich, dass ich das jetzt noch in die 15 Minuten reinkriege. Shawn Michaels gegen Bret Hart. Ja, das ist ein super Match. Das könnt ihr euch alle selbst beantworten. Jeder, der das Match mal gesehen hat, ich habe es schon mal gesehen in voller Länge. Survivor Series. Gewinne durch Pinfall oder Submission und ein verstecktes Ziel. 9. November 97. Da war ich gut fast 2 Jahre alt. Auch so eine Geschichte, an meinem Geburtstag ist Shawn Michaels Royal Rumble Sieger geworden für die Leute, ne? Für die Geschichtsschreiber hier unter euch. So, Shawn Michaels, der sollte ja jetzt motiviert sein. Und wir wissen ja immer noch nicht, was das auf sich hatte, gerade eben mit Mr. McMahon. Und Bret Hart, der hat verloren gegen Triple H, ist also nicht so gut motiviert, würde ich mal sagen. Ja, geht um den WWE Champion Titel, wissen wir alles. Ich hoffe, ich kann das Ding jetzt hier locker, flockig für mich entscheiden. So, verstecktes Ziel. Gewinne durch Pinfall oder Submission. Ich könnte Bret Hart natürlich erstmal draußen fertig machen. Wäre natürlich auch eine Idee. Aber ich glaube, ich lege direkt hier los im Ring wie ein Feuerwerk. Dann kann der nichts mehr machen. Wir haben jetzt hier nächste Aktion. Suplex-Ansatz. Suplex geht durch. Wir könnten Pin zeigen. Mach ich aber nicht. Bulldog. Schön von Shawn Michaels. Aufsprung. Schön. Swinging Neckbreaker. Jetzt müssen wir einfach schnell viele Aktionen zeigen, damit Bret Hart sich gar nicht erst erholen kann, immer. So, und Neckbreaker hinterher. Hart. Richtig hart. So, komm, Back Suplex. Gelingt der. Die sind immer hart, die Aktionen. Und immer ziemlich nutzvoll. Jetzt hat er uns mal ausgekontert. Schön, von Shawn Michaels. Elbow, Außenstand. Komm, jetzt hier ab in die Ringecke. So, zack. Bret Hart hochnehmen und mit dem Gesicht auf die Ringecke fallen lassen. Und da ist Mr. McMahon. Was will der hier? Weiß ich jetzt nicht ganz, was der hier verloren hat. So, jetzt müssen wir die X-Taste durchvergewaltigen.
Ja, verloren. Ja, und da war ich jetzt ein bisschen zu spät. Jetzt kann Bret Hart den Backsuplex zeigen. Gekontert. So soll das sein. Was ist eigentlich, wenn ich den jetzt zu Vince McMahon werfe? Weil der war ja eben bei uns in der Kabine. Wird er uns dann helfen? Ich kann es ja mal ausprobieren. So, dann gehst du mal bitte nach da unten. So, geht Mr. McMahon da jetzt hin? Nee. Dann halt einfach mit... Ja, und der Mutter geht dann daneben. Ah, super, jetzt lag ich da erstmal schön verletzt rum. Ja, und Bulldog außerhalb des Regens. Ja, ist klar. Gott sei Dank liegen da noch Matten, sonst wäre es schon kritisch geworden. Komm her, wir gehen wieder in den Regen, da ist es mir lieber. Komm, Shawn Michaels, nimm ihn dir. Back, ein schöner Elbow in den Rücken. Komm, aufs oberste Seil. Steh mal auf, Hart. Double X Handle Blow, sehr schön hinterher. Komm, noch ein Elbow aus dem Stand, bevor wir dann gleich den Diving Elbow hoffentlich zeigen können. Der Move von Shawn Michaels da quasi neben der Sweet Chin Music. Jetzt hätten wir mal wieder ausgekontert. Ja, und da kriegen wir den Bulldog. Komm, wieder X durchdrücken. Da ist, glaube ich, Bret Hart ein bisschen besser in Griffsachen. Aber wir kontern das Ganze einfach. Back. Suplex, schön. Jetzt muss es doch gleich eigentlich Diving Elbow heißen. Damit ich endlich die Entscheidung zeigen kann. Führe im Ring den Sharpshooter Signature Move an Bret Hart aus. Okay, das mache ich wie? Das habe ich noch nie gemacht. Wie mache ich das? Wie kann ich einen Move von Bret Hart machen? Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Ach, jetzt werden wir wieder so blöd ausgekontert. Schön ausgekontert. Und schön reingesprungen. Aber ich muss das Cover lösen, denn ich muss ja noch eine Aktion zeigen. Den Sharpshooter. Oh, jetzt müssen wir noch eine Aktion zeigen. Suplex. Ohne Pin. Aufs oberste Seil. Elbow. Geht daneben. Warum geht der daneben? Erzähl's mir, warum geht der Elbow daneben? Jetzt typische Aktion von HBK. Faustschlag ins Gesicht. Ja, super, jetzt liegt da verkehrt rum. Wie kann ich ihm jetzt hier den Sharpshooter geben? Signature. Da machen wir mal den Signature. Sharpshooter. Die Aktion von Bret Hart quasi. Was passiert jetzt? Bret Hart, was? Mr. McMahon lässt die Glocke läuten. Der Referee verzieht sich. Das ist der Montreal Screwjob, meine lieben Leute. Und da spuckt Bret Hart auch noch Vince McMahon an. Shawn Michaels nicht ganz so begeistert von der Aktion vom Chairman. Ja, WWE Champion neuer Shawn Michaels. Das ist der Montreal Screwjob, von dem hat jeder Wrestling-Fan eigentlich schon mal gehört. Bret screwed Bret. Das sollte nachher noch interessant werden. So, dann muss ich jetzt gucken, was die Uhr sagt. Nicht, dass wir schon drüber sind. Ne, sondern noch sind wir drin. So, dann verabschiede ich mich jetzt. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.